Hallo und herzlich willkommen zu Zelda Ocarina of Time am Grund des Brunnens. Wir sind nämlich auf der Suche nach den Skulltulas. Wir haben uns ja die letzten zwei, drei Parts damit beschäftigt, alle Herzteile zusammenzubekommen. Und da wir als kleiner Link aufgehört haben, fangen wir als kleiner Link hier an. Mit der ersten Skulltula im Brunnen. Ja, das hat einfach einen Grund. Eigentlich nur der Vollständigkeit halber, dass wir schon mal den ganzen kleinen Link abgehakt haben und jetzt danach den ganzen großen Link, die normalen Tempel in einer Folge durchmachen. Und ihr seht, es ist dieser Baum mit der unsichtbaren, mit dem unsichtbaren Übergang, wo die ganzen Fledermäuse rumhängen. Braucht, glaube ich, nicht groß gesagt werden, ich habe es ja vorher schon gezeigt. Wir sind in der oberen Etage, gerade wenn man durch die erste unsichtbare Wand läuft, direkt in die rechte Tür. Und finden dann halt genau hier die Skulltula. Yay! Und die nächste ist auf der anderen Seite. Ihr seht wieder das Baum mit dem blutigen Kreuz. Mit dem X, wo Blut drunter ist. Oder eigentlich genau genommen ist da gar nichts drunter, weil wenn man zu diesem blutigen X gehen will, wenn man drunter durchläuft, fällt mir jetzt nicht. Wissen wir alle noch, da gucke ich gerade nach, ob aus den Töpfen irgendwas rausgekommen ist. Ich habe sie ja, als ich es durchgespielt habe, extra stehen lassen. Hier sind wir schon bei der dritten im Brunnen. Und das dürfte auch eigentlich die letzte sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es ist der Rauchfleischschleimer. Davor ist halt ein Raum mit unsichtbaren Boden teilweise und diesen Laseraugen. Das ist ja mal bei dem Gefahr von unten Schild, wo ich als erstes direkt runtergefallen bin. Durch den kleinen Gang, der da krabbelt und dann durch den Raum mit den Laseraugen geht. Ja, das war's. Da ist ein Skulltula-Symbol neben. Wir haben jetzt insgesamt 46. Und machen dann weiter mit, soweit ich weiß, Skulltulas. Das ist der Raum. Damit ihr wirklich garantiert seht oder sicher wisst, wo ich meine. Wir machen jetzt weiter mit Skulltulas, die wir uns als kleiner Link letztes Mal noch nicht holen konnten. Dafür brauchen wir Käfer. Ich kann euch nicht genau sagen, wo ihr die herholen müsst. Auf jeden Fall gibt es sie in fast jedem dieser Erdlöcher. Ich habe das vor Goronia genommen. Also, hier ist ein... Hatte ich letztes Mal, als wir in dem Secrets und Goodies waren, habe ich versucht, das aufzubekommen. Hymne des Sturms spielen. Loch ist offen. Tada. Genau, wir brauchen den Belor des Feuers. Weil wir hier auf dieser Ebene, also auf dem Gebirgspass, nichts mehr holen können, müssen wir so ein bisschen, ja, sagen wir, tiefer in den Feuertempel. Genau, genommen ist es nur der Todeskrater. Also es ist noch nicht wirklich der Feuertempel, aber es geht halt um dieses Wundererbsenloch, das wir hier finden können. Da habe ich schon eine Wundererbse gepflanzt, in dem Herzeholpart. Jetzt müssen wir da auch noch Käfer reinstopfen, hört man gerade wunderschön, damit die sich da als Skulltula drin gut machen können. Vielleicht graben sie die auch nur ein bisschen frei oder klauen ihr den Platz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt eine Skulptur raus, wenn Käfer reingehen. Yep. Und damit sind wir dann quasi im Feuer, im Todeskrater fertig. Und sind vor Schloss Hyrule. Auch hier hatte ich schon mal versucht, das Loch neben dem Baum zu öffnen. Bin kläglich daran gescheitert, weil wir brauchen die Hymne, wirklich die Hymne des Sturms dafür.
und kommen dann runter in diesen wunderbaren Raum. Hier brauchen wir Unmengen an Bomben. Weil man hört zwar schon das Skulltula-Geräusch, aber ne? Es sind halt alle drei Durchgänge, die man benutzen könnte, mit den sprengbaren Wänden versperrt. Hier kommen einem Unmengen Käfer entgegen und ein Stein der Weisen. Irgendwie war mir danach, die anzusprechen. Da du die Maske, bla 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 bla. Man erzählt sich, dass man in bereits bewältigten Labyrinthen später neue Dinge fände. Das ist halt der Hinweis darauf, dass man manches Controllers mit dem Standard-Equip gar nicht bekommen kann. Also mit dem, was man da findet und später nochmal hin muss. Ja gut, ist für uns jetzt nicht unbedingt so. Wir haben ja quasi das ganze Spiel schon durch, bis auf den Endboss. Zu dem Stand. Also durch haben wir schon. Man kann ja nicht nachbeenden, das speichern leider. Und wir machen das halt, wenn wir wirklich das Komplett-Equip haben, was es gibt. So. Wir brauchen natürlich wieder die Flöte. Dadurch wird die Maske automatisch abgelegt. Finde ich auch nett. Und wollen zum Geistertempel. Hallo Wüstenkoloss. Ja, hier achte ich jetzt überhaupt nicht drauf, wo ich hinlaufe. Ja, zweimal erwischt, aber ist auch egal. Weil es gibt da vorne eine Wundererbse, die wir bereits gepflanzt haben für den Herzchenpart, aber wieder mal nicht mit Käfern ausgestattet haben. Das ändern wir kurzerhand. Und nach scheinbar unendlich langer Wartezeit ja, taucht dann irgendwann auch nochmal eine Skulptur auf, wenn sie dann Bock hat. Also, es dauert teilweise echt elendig lange. Aber sofern dieses Erfolgsgeräusch kommt, sollte man das dann mitmachen. Hier habe ich die Aufnahmen zu spät gestartet und ich habe bereits die Fledermäuse vernichtet. Wir sind im Wüstentempel natürlich, im Geistertempel. Ungefähr in diesem Raum hier. Ja, halt, damit das Klingending in der Mitte heiß fährt, nach rechts. Dieser Raum könnte auch allen bekannt vorkommen. Spätestens jetzt. Weil diese Kiste ist wirklich markant. Es gibt nicht so viele Kisten mit Krabbelminen. Das ist der Raum, in dem man mit dem wo man das Stück Wand wegspringt. Ja. Ja. Da musste ich mich auch wirklich zusammenreißen, diese Skulltula nicht sofort einzusammeln, als ich sie gesehen habe. Einfach weil sie da so nimm mich mit an der Wand hängt. Aber ich hab's dann, wie ihr jetzt seht, noch geschafft, mich zusammenzureißen. Und ja. Dann geht's gleich weiter. Man hört schon, das ist auf dem Weg zum Eisenprinz. Also kurz vor Ende des Wüstentempels vorbei. Ja, wir hatten davor diesen Raum mit den anzuzündenden Fackeln und hin und her fahrenden Dingern, wo wir mit den Blöcken versucht haben, so ein Teil zu zerquetschen. Und haben jetzt 52 Skulltulas. Das ist schön, besonders weil wir jetzt den Nocturne der Schatten brauchen. Und leider auch schon fast am Ende des Parts sind. Ich redete ja die ganze Zeit davon, dass wir alle 36 Herzteile gefunden haben. Ich zeige euch jetzt, wo das letzte für meine Sammlung ist. Also, sich das als letztes zu holen, machen wahrscheinlich nicht alle. Eher weniger. Fast niemand. Weil es doch eins ist, dass man relativ schnell, wenn man wahllos drauf los sammelt, kommen kann. Also, ja.
statt dem ganzen Quatsch, den wir eben gemacht haben, hätten wir uns auch einfach nur alles Skulpturas aus dem Waldtempel holen können. Hätten wir das gleiche Ergebnis gehabt. Von daher, wer wirklich Skulpturas und Herzteile sammelt, mit dem Wissen, dass wir wo alles ist, der wird sich das doch recht früh holen. Gut. Ja, da ich schon sage, wir haben 52 Skulltulas, ist natürlich im Skulltula auszuholen. Und ja, es ist die letzte Belohnung, die ich wirklich für sinnvoll halte. Wobei die Menge an Belohnungen, die ich für sinnvoll halte, hier sowieso nicht so riesengroß ist. Also den Stein der Weisen, ja, schick, wenn man einen Rumble Pack hat, habe ich nicht. Die Geldbörse, natürlich eine super Sache. Die Riesengeldbörse, noch eine viel bessere Sache. Dann kommen Krabbelminen, die ich jetzt nicht so ganz sinnvoll finde. Glaube ich. Meine ich. Und das Herzteil. Und was es denn gibt, wenn man die 200 voll hat. Ja, da freuen wir uns jetzt erstmal, dass wir die 20 Herzen voll haben. Das seht ihr bald. Und ich sag dann mal soweit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.